Die machen doch nicht, was sie sagen. Die stellen sich viel besser dar, als sie sind, die Heuchler. Und dann glauben sie, dass man sie nicht erwischt. Wahnsinn! Ist das wirklich Wahnsinn? Oder kann man verstehen, warum die nicht tun, was sie sagen, und auch noch verstehen, warum manche Menschen dies als Wahnsinn bezeichnen? Stefan Kühl ist für Verstehen. Wie das Argument zu verstehen ist, dass wir in einem Irrenhaus arbeiten und der Chef ein Psychopath ist, dazu am Ende des Videos. Zunächst einmal aber zum Buch selbst. Es besteht aus 2 Texten zur grundsätzlichen Herangehensweise und aus 111 alphabetisch sortierten Texten zum Thema Aus der Welt der Organisationen. Organisationen sind für Stefan Kühl Unternehmen und Ähnliches, also Wohlfahrtsverbände, Parteien, Behörden, Hochschulen und Kirchen. Viele seltsame Phänomene aus Unternehmen finden sich ja auch dort wieder. Schauen wir uns einige der Stichwortartikel an, wie im Buch in alphabetischer Reihenfolge. Agil ist ein gut dokumentiertes Vorgehen aus der Softwareentwicklung. Das Konzept kann man übertragen und vielleicht ein Dienstleistungsangebot agil entwickeln. Aber nun liest man von agiler Organisationsentwicklung, agilem Qualitätsmanagement oder agiler Führung. Stefan Kühl zitiert eine Definition von Agilität, die Fähigkeit von Organisationen, Zitat, sich kontinuierlich an ihre komplexe, turbulente und unsichere Umwelt anzupassen. Zitat Ende. Das hat mit dem ursprünglichen Konzept von agiler Softwareentwicklung doch kaum noch etwas zu tun. Zweifelsohne aber, Agilität ist gut. Abgesehen davon sieht Kühl 3 Gemeinsamkeiten dieser, sagen wir es diplomatisch, Agilität im weiteren Sinne. Erstens, strikte Grenzen zwischen den Abteilungen und den Silos im Unternehmen werden aufgebrochen. Zweitens, Hierarchie und drittens, Formalisierung werden abgebaut. Was unter verschiedenen Bezeichnungen immer schon wieder einmal eingefordert wurde, so ist Agilität im weiteren Sinne nur ein neuer Name für Altbekanntes. Aktionspläne ist das nächste Stichwort überschrieben. Ich erinnere mich an einen neuen Chef, der ein neues Formular aus seiner früheren Tätigkeit mitbrachte und bei uns einführte. Als Protokoll für eine Besprechung wurde nun nicht mehr nur die diskutierten Inhalte aufgeschrieben, es gab auf dem Formular eigene Felder für wer macht was bis wann. Fast noch mehr als dies Formular hat mich gewundert, dass kaum jemand das Vereinbarte bis zum vereinbarten Termin gemacht hat und dass dies nur in Ausnahmefällen angesprochen wurde. Mich hat das nicht weiter beschäftigt, denn bald danach war mein neuer Chef nicht mehr mein Chef, aber das ist eine andere Geschichte. Bei Stefan Kühl habe ich gelernt, dass mein damaliger Chef kein Einzelfall war. Warum wird wer macht was bis wann aufgeschrieben, wenn es doch kaum Konsequenzen hat? Zum einen selbstverständlich, weil es sich gut anfühlt. Handlungsorientiertes Management, getting things done. Das ist ein hoch angesehener Führungsstil, aber es steckt mehr dahinter. In Besprechungen wird frei über alles Mögliche besprochen, was man so tun könnte. Mit dem Wer macht was bis wann wird es konkret. Die Besprechung könnte zumindest tatsächlich richtige Folgen haben. Vielleicht muss man tatsächlich tun, was besprochen wurde. Mit einem drohenden Wer macht was bis wann wird eine Besprechung also wirklich ernsthaft. Dazu genügt es, dass ab und zu nachgefragt wird, wer was denn wirklich gemacht hat. Eine vollständige Kontrolle ist nicht nötig. Und was tatsächlich in Unternehmen getan wird, das hängt von vielen Faktoren ab und sicherlich nicht nur von Besprechungsergebnissen, aber das ist ein anderes Thema. Automation macht die Arbeit leichter. Roboter und Software übernehmen lästige Routineaufgaben, zum Teil tatsächlich. Oft genug tun Menschen und Software nicht genau das, was sie tun sollen. Dann müssen sich die Menschen überlegen, wie sie trotzdem zum gewünschten Erfolg kommen. Und diese Überlegungen sind in aller Regel komplexer als die ursprüngliche Arbeit. Automation reduziert also die Komplexität an einigen Stellen, führt aber zu höherer Komplexität an anderen Stellen. Die Ironie der Automation schlägt zu und wird von Kühl auch zitiert. 3 Arten von Verstehen haben wir bisher gesehen. Manchmal werden wohlklingende Begriffe mehr oder weniger bewusst falsch verwendet, um das eigene Anliegen zu fördern. Manchmal werden Planungen nicht ganz konsequent umgesetzt, weil das Planen selbst bereits den erwünschten Effekt bringt. Und manchmal führen Handlungen regelmäßig zu unerwünschten Folgen, so wie die Ironie der Automation zwar wie gewünscht an einigen Stellen Komplexität abbaut, aber nahezu zwangsläufig an anderen Stellen Komplexität
aufbaut. Ein weiteres schönes Beispiel für Ironien ist die Heuchelei. Das Eingangsbeispiel. Die machen doch nicht, was sie sagen. Die stellen sich viel besser dar, als sie sind. Je mehr ein Unternehmen unter Druck steht, ehrlich und gut zu wirtschaften, desto stärker muss es heucheln. Warum? An Unternehmen werden unterschiedliche Anforderungen gestellt. Gute Produkte, profitabel, mitarbeiterfreundlich, nachhaltig und ressourceneffizient. Für andere Organisationen gilt das noch mehr. Kirchen sollen ihr Handeln an der jeweiligen Religion orientieren, müssen aber auch mindestens so viel Geld einnehmen, wie sie ausgeben, müssen Mitarbeiter bei der Stange halten und so weiter. Alle diese Anforderungen kann keine Organisation gleichzeitig optimal erfüllen. Kaum einer Anspruchsgruppe kann man direkt sagen, dass sie zurückstecken muss. Also muss ein Unternehmen den Aktionären einen hohen Shareholder Value versprechen, gleichzeitig für die Mitarbeiter eine Great Place to Work Auszeichnung gewinnen, den Kunden Qualitätsversprechungen geben, obwohl sich diese Versprechungen in gewisser Weise widersprechen. Und das heißt auf gut Deutsch, das Unternehmen muss heucheln. Wenn das Unternehmen nun unter Druck gerät, vielleicht weil die Aktienkurse sinken oder weil zu viele unzufriedene Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann muss erst recht der Aktienmarkt bearbeitet oder die Arbeitgebermarke verbessert werden. Es werden also Spezialisten für die öffentliche Wahrnehmung engagiert, in Stefan Kühls Sprache, also Spezialabteilungen, die die Vorderbühne der Organisation herrichten. Mit anderen Worten, professionelle Heuchler. Auch diese Heuchler müssen irgendwie die Realität, das Alltagshandeln der Organisation einbeziehen. Aber der Spezialist für Personalmarketing darf nicht glauben, nur weil die Organisation behauptet, alles für die Mitarbeiterzufriedenheit zu tun, werde sie dies auch umsetzen. Die widersprüchlichen Anforderungen, die bleiben ja. Und Journalisten können jeder Organisation Heuchelei unterstellen. Denn alle Organisationen heucheln. Aber nicht, weil die Organisationen oder weil ihre Führungskräfte böse wären, sondern weil Organisationen mit verschiedenen Anforderungen heucheln müssen. Zum Schluss noch der Wahnsinn. Das Gegenteil von Wahnsinn ist Vernunft und in vielen Unternehmen geht es nicht rein vernünftig zu. Es findet sich mühelos vieles, was einfach nicht vernünftig ist, was man also als wahnsinnig bezeichnen kann. Aber nicht vernünftig muss nicht sinnlos heißen. Wenn eine Abteilung für mehr Umsatz und eine andere Abteilung für das Einhalten von Vorschriften bezahlt wird, dann leistet sich das Unternehmen zwei Abteilungen, die zum Teil gegeneinander arbeiten. Im Ergebnis wird das Unternehmen etwas mehr Umsatz generieren und dabei die wichtigsten Vorschriften halbwegs einhalten. Und das ist ja ein sinnvolles Ergebnis. Aber nicht jeder Verkäufer und nicht jeder Compliance-Manager wird das so sehen. Viele werden sich über die Bremser und Psychopathen aus der anderen Abteilung aufregen. Und kräftig über die Führungskräfte schimpfen, die sich so ein System ausgedacht haben. Personalisierung ist der Ansatz. Wenn ich etwas blöd finde, dann muss ja jemand daran schuld sein. Dieser jemand ist der Chef, denn der kann das ja entscheiden. Wenn der Chef etwas Blödes entscheidet, dann muss er unfähig sein oder eben wahnsinnig oder beides. Und so werden Führungskräfte-Beschimpfungsbücher zu Bestsellern. Ich denke, das gibt einen guten Einblick in die Argumentation des Buches. Stefan Kühl ist Soziologe aus der Luhmann-Schule, hat aber auch in Betriebswirtschaftslehre promoviert und lange Erfahrung als Unternehmensberater. Doch er schreibt ausdrücklich als Organisationswissenschaftler. Organisationswissenschaftler fertigen distanzierte Fremdbeschreibungen von Organisationsphänomenen an, die mit den Selbstbeschreibungen, die die sozialen Systeme von sich anfertigen, nicht abgestimmt sind. Es ist geradezu das Qualitätskriterium einer Organisationswissenschaft, Beschreibungen anzufertigen, die nicht in den offiziellen Selbstbeschreibungen der Organisationen existieren. Praktikerinnen und Praktiker, die auf der Suche nach der Bestätigung von normalerweise in Managementdiskurs bereits Gedachtem und Gesagtem aus sind, sei von der Lektüre dieses Buches abgeraten. Sie würden sich zu sehr ärgern. Das Buch ist also kein Ratgeber. Wenn Sie dieses Problem haben, dann tun Sie das. Solche Ratschläge finden sich in dem Buch nicht. Häufig ist es eher die Erkenntnis, dass ein Problem gar kein Problem ist. Wir haben das ja eben bei der Heuchelei gesehen. Ja, Unternehmen heucheln, anders geht das eben nicht. Auf der anderen Seite ist das Buch keine systematische Einführung in Organisationswissenschaft in der Nachfolge von Luhmann.
Vielleicht kann man es am ehesten als Lexikon nutzen, um für ein bestimmtes Stichwort Gedanken zu finden, die in den normalen BWL-Lehrbüchern und in den normalen Management-Ratgebern typischerweise nicht zu finden sind. Oder man kann das Buch durchblättern, beim ein oder anderen Text hängen bleiben und schmunzeln. Eine Leseempfehlung ist das Buch auf jeden Fall. Aus einer ganz anderen Perspektive, aus der Perspektive eines denkenden Praktikers, ist Gunter Dück zu Erkenntnissen gekommen, die gar nicht so weit von denen Stefan Kühls entfernt sind. Zu diesem Buch habe ich ein eigenes Video gedreht, das verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen.